Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil! Au! Kann ich dem die Brille geben? Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende? Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Jetzt habe ich eine kaputte. Was ist hier mit dem Saftpresshut? Ohl wäre garantiert hin und weg. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Entschuldigen Sie, aber ich... Ohl wäre garantiert... Wo kann ich die denn jetzt benutzen? Es tut mir, aber es ist... So ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich... Was ja bereits nützlich genug... Dafür brauche ich keine... Ich brauche... Und mein Unf... Eine sehr gute. Zahlen Sie bar oder per Organspende? Wie jetzt bezahlen? Ich dachte, das wäre ein gratis Probeexemplar. Sie können die Ware gratis im Ladenbereich testen. Und woher weiß ich dann, dass sie unter freiem Himmel auch funktioniert? Wenn Sie unzufrieden mit Ihrem Produkt sind, gibt es eine zweimonatige Rückgabegarantie. Und dann bekomme ich auch meine Organe zurück? Das nicht. Aber dafür bekommen Sie einen Gutschein in Höhe des vollen Kaufpreises. Hm, klingt fair. Aber da muss doch irgendwo ein Haken sein. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Eine sehr gute... Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder... Bezahlen Sie... Oh, ich sehe gerade, sie ist ja... Mein Fehler. Verdammt. Eine Erkenntnis... Ich habe sie bereits geschreddert. Und ich lasse mir ja einiges vorwerfen. Aber Gründlichkeit gehört nicht dazu. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich... Was ja bereits nützt. Nein. Er ist... Nehme ich zum... Dafür brauche ich keine Weite. Ich brauche und mein und. Aha. Ich.
Herzlich willkommen. Wie kann ich Ihnen... Ich bin da mal wieder weg. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Blindenstock für Einäugige. Meine Sachen sind auch so schon... Ich muss sie nicht noch... Mit diesem Klopapier kann man höchstens... Aber ich mag meine... Nicht auf das Klopapier. Ich muss meine Sachen... Ich will eine Gehirn... Oder wofür auch... Das habe ich mir bereit... Dafür brauche ich keine weitere... Ich brauche... Und meinen... Die Idee war bereits lahm bevor... Die Idee war... Meine Sachen sind schon eine kleine... Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Was gibt's denn hier? Was kann ich denn hier mit dieser Brille, die im Arsch ist, machen? Eine sehr gute... Ha, sie ist kaputt und es ist... Bezahle. Oh, mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis. Jetzt bin ich aber... Au! Entschuldigen Sie, aber... Auch nicht, wenn Sie kaputt... Sie ist... Okay, es geht nicht. Ist ja schon gut. Wofür kann ich dieses Klopapier benutzen? Ich könnte es natürlich weitergeben, Skizzen bestellen. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabel hier. Halt die Fresse, Rufus. Ein, ja, und das geht ja auch nicht, ne? Ich hole. Ja, 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 komm. Ich probiere mal mit der Antenne. Ich probiere mal ein bisschen rum. Ich hole den Grund. Nichts. Au. Was ist das? Was muss mit nicht aggressiv geworden sein. Jahren, das ist natürlich eine Menge Kohle.
Pagode zum Marktplatz, da oben geht's nirgendwo hin. Können wir nicht direkt da oben hingehen? Nee, offenbar nicht. Ich hätte gern dasselbe wie die. Einen Augenblick. Ich hätte aber hier sitzt auch gerade sehr viel. Okay, Ei nach oben, danke, mein Blabmann. Hier. Auch nicht, dann bin ich jetzt erstmal wieder ein. Meine Güte, ey. Wieso bin ich jetzt wieder aus dem Spiel raus? Boah, alter Schwede. Zum Marktplatz. Bellevue. Hier sind noch Bücher. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach. Komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen? Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Nicht weglaufen. Der Gier zieht nicht.
Ich habe eigentlich keine Beziehung anderer Sachen. So, Staubsauger. Kann ich damit irgendwas machen? Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Wieso kann ich das denn nicht mitnehmen? Das Flusensieb. Exklusiver Ausblick? Die Erdkrümmung versperrt ja alles, was hinter dem Horizont liegt. Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Finger weg von dem Menno. Also, was ist denn hier unten zum Ausguck? Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Menschliche Asche? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Ich hab doch was. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. An der Öse. Wo bin ich jetzt? Nichts passiert. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Alles, was fehlt, ist die Munition. Ich weiß. In meinen Händen kann alles zu einem tödlichen Projektil werden. Aber das hier wäre als Munition vollkommen ungeeignet. Ich weiß. Aber das hier... Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Alles, was fehlt, ist die Munition. Ja, und was schieße ich? Ich weiß. Aber das hier... Mein Hosenkatapult... Alles, was... Mein Hosenkatapult... Alles, was... Ich weiß. Aber das... Wofür kann ich denn so einen Kack-Handstaubsauger benutzen? Ich hätte schon fast alle Komponenten. Meine Sachen sind... Aber warum? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht... Mein Hosen... Alles, was... Alles, was fehlt, ist Munition. Aber was denn für Munition? Und wofür brauche ich das? Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich? Es ist ja nicht so. Gibt's hier noch was? Blume? Flusensieb, aber damit kann ich... So weit kommt's noch, dass ich mit bloßen Händen das Flusensieb meines Versagers von Vater reinige. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Jetzt habe ich hier Flusen. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Wofür brauche ich jetzt Flusen?
Finger weg. Für die Nase, aber die Nase ist doch eh schon weg. Alter, dieses Auto. Hey, Finger weg von dem Baum!